Das Museum der Kunst des Olivenpressens beweist Canoles bäuerliche Tradition. Es wurde von der Proloco am 5. Mai 2012 nach einer sorgfältigen Restaurierung eröffnet. Das Museum entsteht in einer alten Ölmühle und wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Wunsch der Familie Piccino erbaut. Später wurde es der Familie des Kommerzienrats Ubaldo Villani überlassen. Wenn man das Museum besucht, kann man zwei verschiedene perfekt wiedergegebene Produktionssysteme bemerken. Einerseits das ältere mit manuellem Ziehen und mit Zugtierantrieb, andererseits das moderne mechanisch und elektronisch betriebene. In einem Teil des Museums findet man die alten Arbeitswerkzeuge. Sie wurden dem Museum von den Bürgern von Canole überlassen und werden jetzt in einem Zimmer ausgeletzt. In einem anderen kleinen archäologischen Teil des Museums findet man die auf den Feldern rund um Canole gefundenen Gegenstände, die hier öffentlich ausgestellt werden.